Genau, Spiel hosten. Ich nenne das mal Alle gegen Karl Geier, schreibe ich mal als Lobbyname. Hättest du offen lassen? Was? Mit 8 Spielern, 7 gegen 1. Ja, das wäre auch geil, ja. Und Kennwort ist Karl Geier. So, dann lade ich dich schon mal ein, TK. Ich hoffe, Max ist ready. Wo ist Max? Alle warten auf Max. Ich lade Max einfach mal ein. Mal sehen, was er denn sagt. Bitte, 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 Max. Jetzt kein Hühnerkram hier. Er weiß gar nichts von seinem Glück. Das finde ich am geilsten. Das erinnert mich so ein bisschen an Rocket Beans TV, wo sie gegen The Viper gespielt haben. 3 gegen 1. Was ist dann waren das, glaube ich. Was? Das Passwort? Passwort ist Karl Geier. wo sie gegen Viper gespielt haben, 3v1. Und dann kam er irgendwann in die Lobby, die waren schon alle drin, so wie wir jetzt quasi. Oh, Kajen, du übernimmst? Ein Traum, wir schnell starten. Karl Geier Official. Wenn Max wiederkommt. Karl Geier Official, nice. Ich glaube, letztens hieß er noch nicht Karl Geier Official. Ich glaube, der hieß nur Karl Geier. Map würde ich Arena sagen. Kann ich picken oder auch zufällig? Arena passt. Ja, dann pick doch. Also so wie letztes Mal auch, würde ich sagen. Du pickst dir deine Sith und wir haben den zufällig. GLAF, ich gehe aus dem Chat. Alles klar, wunderbar. Hau rein. Und dann GLAF, genau. Und wieder fängt er früh an mit ganz vielen Adlerkriegern und sie überall verteilt zu ärgern. Oder er macht Trash Pike und dann, also das ist mein... Letztes Mal hat er Ritter gemacht und ist mit... Aber Azik, ich könnte keine Ritter. Achso, oh, Azik, okay. Er hat es gerade noch nicht gepickt gehabt. Oh, Sarazin. Maya, Tataren, Sarazin. Tataren sind total dumm, ich weiß irgendwie gar nichts über die. Gott sei Dank hast du die, TK. haben umsonst Downring zum Beispiel, können echt schnell Cuff Archer pumpen. Das ist eine Strategie bei dem Weibel, sonst kannst du auch auf Knight gehen, wenn du willst. Ja, ich gehe dann Knight. Ja, Maya gehen ja auf Bogenschützen, soweit ich weiß, ne? Okay. Ja, du bist Maya Archer-mäßig. Alle Archer-Dinger sind 10%, 20% und 30% günstiger, so je nach Tech. Ach so! Also die Techs oder die Einheiten? Warte, ich guck mal selber. Nein, Entschuldigung, ich meine jetzt Schützen. Der Zeitalter, ne? Ja, ach da, 10, 20, 30, okay. Also Adlerkrieger ab der Imperialzeit vielleicht, weil sie mehr LP haben, schätze ich mal, und sonst... Du könntest auch, genau, mit Eagle spielen, mit Eldorado-Tech, die ist auch stark. Also er hat sehr starke Infanterie. Er hat aber keine Helberdiere, ne? Also er hat nur Pikeman. Das haben nämlich die Azteken mit. Das ist schon mal wieder ein Vorteil. Dafür hat er aber, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben schon ziemlich guten Belagerungszeugs. Spielst du mit Castle Drop oder spielst du defensiv, Tim? Ja, ich glaube, ich werde diesmal tatsächlich defensiv spielen. Ich würde tatsächlich den Castle Drop schon ein Auge behalten in deiner Stelle. Irgendwie. Ich glaube, das ist schon gut, wenn wir ein bisschen angreifen, oder? Das ist ja meine Spezialeinheit hier. Ach, ja. Ich habe eben die Mamelucken. Die sind gut, die Typen, ey. Die können was. Ja, aber leider sind die teuer, deswegen sind die schwer zu pumpen. Also sonst können die echt sehr viel ausschalten. Lore, ich schreibe gerade einen Tipp rein. Rechne mal mit einem 14-25er Castle Age oder 15-15er Castle Age für ihn, abhängig was er macht. Da sind wir noch nicht mal in der Feudalzeit so ungefähr. Ja. Alter. In Arena hast du die Ruhe, um dahin zu kommen. Also das geht schon. Gleich kommt der erste Turm bei dir. Ja, ich sehe es auch. Ah ja, achtet bloß, dass ihr irgendwelche Lücken habt in eurer Wall. Kann sein, dass nicht, dass ihr es ausnutzt, eine Wall setzt und dann einfach mal ein Loch hat. Ja. Shit gibt's nämlich auch. Oh, also ist viel gefixt worden, ne? Ja, das stimmt. Und Lore, nochmal kurz eine Rückmeldung. Bei dir geht das mit dem Game Capture? Das ging bei mir nicht. Da muss ich vielleicht nochmal gucken, ob das irgendwie. Bei mir ob ich das eigentlich. Also irgendwie lädt er ständig. Das, irgendwie kriege ich das auch nicht hin. Mit Capture Age, meint ihr, ne? Achso, nee, ich meinte jetzt bei OBS. Ah, Capture Age finde ich auch gut, total strange. Das kriege ich auch nicht so richtig hin. Das habe ich auch schon versucht, aber nicht viel. Nicht viel, aber dann halt trotzdem immer mal wieder. Oder eigentlich nie richtig lauffähig. Irgendwas stürzt immer ab, keine Ahnung, irgendwas ist immer. Ohne Probleme für mich, okay. Finde ich krass. Ich habe dadurch 5-6 Mal das abgecaptured und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich nehme Fenstermodus, das lief, fertig.
So, das ist in Ordnung. Dann gehe ich mal auf Berries. Ja. Genau, also ich versuche gleich. Soll ich feudelmäßig schon so ein bisschen Archer fertig machen oder was sagt ihr? Nee, geh Castle. Okay. Arena hast du die Ruhe dafür. Und auch dann eher die Burgeinheit oder eher auf die Archer Range? Ich würde du kannst Burgeinheiten machen eigentlich. Nicht verkehrt. Aber, nee, warte mal, mach Archer Range. Die sind eigentlich sind die cooler. Also im langen Effekt. Also die haben zwar mehr HP und so. Und ich weiß nicht, ob die mehr Schaden haben, kann ich nicht sagen. Aber. Warte mal, ich habe es hier gerade. Oh, ich habe gerade Overboom. Okay. Boah, ich bin aus. Das ist so schlecht. So, jetzt muss ich gerade konzentrieren. So, dann hole ich mal das zweite Schweinchen. Wo denn? Hat er gepinkt? Also ich habe den nicht gepinkt. Wo war denn gepinkt eigentlich? Einfach nur so? Ja, vielleicht will er damit teasern, dass er mich angreifen will. Ja, also muss ich mich darauf einstellen, dass er mich erstmal rushen möchte. Feind in sich! Was ist er denn für ein Irrer? Heide, nein! Das ist mein Humor, muss ich sagen. Das ist echt die Erde. Heide, nein, ist auch gut reacted drauf, Alter. Heide, nein. Vielleicht macht Grafikkarte ja einen Unterschied. Das kann natürlich sein. Ich habe auf jeden Fall eine Nvidia. Wenn du AMD hast, dann wird sich das wahrscheinlich, dann wäre das schon direkt der Beweis, denke ich mal. Ach, Rohstoffe halten ja länger bei den Maya, ne? Das heißt, man kann aus jedem Dings irgendwie mehr Zeug rausholen, ne? Aus jedem Schaf oder so. Jo. Auch aus jedem Baum? Nee, eigentlich nur aus so Schafen und sowas wahrscheinlich. Ich weiß nicht, das habe ich aber auch nicht richtig Gedanken drüber gemacht. Das ist halt Rohstoffe halten. Aus allem schreibt gerade Lorhey. Lorhey kennt sich auch aus. Das ist schon mal. Weil ich raff das immer nicht. Ich finde, das ist so doof beschrieben. Aber da haben wir jetzt wenigstens mal die Lösung. Das ist immer schon mal ganz cool. Streaming-Vorteil. Man stellt Fragen, man kriegt Antworten. Das ist halt top. Achso, oh. Häuschen bauen. Uh, 105 zurückschreiben auf das, was er vorhin geschrieben hatte. Ja, das wäre auch geil. Das wäre auch geil. Baumgold, Schafstein, was man halt abbauen kann. Keine Ahnung. Was bezüglich Farm, aber ich glaube die auch. Okay, krass. Ja, das wird ja... Da müssen wir eigentlich ja gleich alle Kaien beschützen, ey. Ah, das kann ich immer nicht. Kaien kann ich nicht Nein, beschützen. Nein, du machst dir eine fette Armee, ganz einfach. Hau ich vielleicht einfach nur an, weißt du? Kann natürlich sein. Oh Gott, meine Haare wehen immer in mein Gesicht. Ich hasse das. Scheiß Ventilator, Alter. Was nicht in Kurzhaarschnitt? Ja, das ist der Ventilator, der ballert immer diese Powerlocke aus, der von der Fresse. 20 Pop Feudal, also das heißt, er macht also viel auf Gold. Also schnell, er macht irgendwelche eine spezielle Einheit schon früh. Ohne Castle Drop, also im Fokus. Oh, ich habe vergessen, was bauen. Ja, machen. Okay, dann brauchen wir jetzt also nicht auf den Castle Drop einstellen. Er hat mir auf jeden Fall im Stream erzählt, dass er so eine krasse Plänkler-Strategie hat. Das kannst du doch eher. Ja, habe ich auch gesagt. Eigentlich bin ich ja Klempler-Stangers, würde ich gerade sagen. Er meinte, die wäre zu heftig. Die würde er nicht einsetzen, meinte er. Achso. Wer weiß, ob er sich da jetzt anders entschieden hat. Also von wegen Plänkler anhäufen, meinte er irgendwie, weil die ja so günstig sind. So. Ja, das sind sie. So.
5 auf Dingens, 5 da drauf, alles gut. Ich habe jetzt mal einen auf Stein getan. Provisorisch. Einen? Hey, du hast doch Fast Castle geübt, Mann. Da weißt du doch, wie es geht. Bei Fast Castle baust und nimmst du keine auf Stein. Gar keinen. Je nachdem. Es gibt einmal die 3 Gold-Variante und es gibt dann die Castle-Drop-Variante. Achso, dann habe ich die nicht. Dann kenne ich die nicht. Aber wieso habe ich denn kein so wenig Holz gerade? Hä? Irgendwie kommt gar nichts hin gerade. Ich kann keine Schmiede bauen. Relativ ruhig momentan noch, ne? Ja, das ist normal, das ist Arabien. Hätten wir es Arabien gehabt, dann hätte er schon angegriffen. So wie ich ihn einschätze, laut eurer Beschreibung. Das glaube ich auch. Aber der letztes Mal auch. Ich habe einen Scout hier, der das halt beobachtet, was da abgeht. Bei dir? Steht sein Scout? Nee, vor seiner Base habe ich meinen Scout abgesetzt. Wo steht deiner? Achso, der ist der. Der ist ein Scout. Ich will meinen Scout hier hinschicken, ich wollte doch Castle droppen jetzt. Jetzt weiß er das. Oh. Warte mal, ich bin. Was baue ich denn nur für Einheiten hier? Nee, das sieht er auch nicht, das Kreuz. Also ich glaube, er sieht das nicht. Teamintern, glaube ich, kann er es nicht sehen. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ich glaube auch nicht, ne, wenn wir Team sind. Er hat einen Speerkämpfer hier schon. Bin geschickt, leider. Ja, das macht er defensiv. Hier, denkt an Relikte, bitte. Oh ja. Ja, dann kann ich meinen Castle-Drop hier. Er wird sich die holen wollen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Er braucht auf jeden Fall Sustain und nicht irgendwie Early Aggression. Hier auf Ritterzeit. By the way. Jo. Wir brauchen eigentlich nur schnell Haus, schreibt er. Oh ja, danke Kippi, danke. Kippi ist aktiv. Bin bei 30 von 30 und gehe auf Ritterzeit. Das ist optimal gerade. Ich mache einen defensiven Castle Drop. Bei mir schon spät hier. Oh, ja. Jupp Azteken Pick, um mehr Gold aus den Reliquien zu holen. Ah, guck mal, siehst du? Das wird mir gerade im Chat geschrieben. Seht ihr? So rum. So müsste man es eigentlich sagen. Also als Reliktfrei, denkt daran. Ja. Und wir haben da einen kleinen Vorteil, weil wir ein paar mehr Leute sind vielleicht. Also ein paar, ne? Könnte aber noch ein Smash werden, schreibt Lorhey. Was ist denn ein Smash? Also S-M-U-S-H. Smush. Oh, das Smash. Weiß ich gerade nicht. Oh Gott, wieso? Jetzt bei mir leckt das gerade. Bei mir auch. Alter, komm schon an mir. Siege plus Monk Rush ist das. Ach so. Ah. Iiii, giddigiddige. Das ist ja widerlich. Ach du Scheiße. Eieieiei, heidenei. Leckt gerade extrem, Kain. Ich glaube, du bist tatsächlich der Verantwortliche dafür. Ich? Wie hab ich das denn getan? Du bist bei mir gelb markiert. Schade, no, schade. Ja, merke ich auch gerade. Kann ich mal. Oh Gott. So, Mann, da ist immer wieder was dazwischen. Ich wäre für nächste Runde auf jeden Fall dabei. Wir haben dich ganz oft. Geil. Wir wollten ja nicht gern für dieses Match haben. Das ist jetzt ein 3 gegen 1 gerade gegen einen aus dem Chat. Hm. Karl Geier, der hat uns letztes Mal auseinandergenommen auf der LAN-Party. Ah ja, und ihr glaubt, dass ich eine Hilfe wäre. Ja, wir wollten es halt nicht so krass machen. Weil du ja relativ ähnlich wie Starmie, also wie Björn bist. Von der Leistung, würde ich sagen. Würden wir sagen. Jo. Ich geh auf Archer, ne? Jetzt haben wir natürlich da ein kleines Peak in der Leistung. Ja, was fangt ihr auch einfach 10 Minuten vorher an? 10 Minuten vorher! Kann ich mir Steine kaufen? Relikte, Leute, Relikte. Ich vergesse das immer. Also mein Mönch steht. Oh, hier steht einer. Karl Geier will hier was sein sammeln. Achtung, den habe ich im Griff. Gleich snacken. Meine Reliquie ist gesaved. Aber da wird er gleich wahrscheinlich kommen mit irgendwas. Ja, einfach immer abfangen. Bau Kloster. Ja, unbedingt, ey. Das ist halt echt so. Ich bin. Oh Gott, jetzt greift er mich an. Ich kann es nicht mehr schützen. Was? Mit 2 Adlerkriegern. Adlerspeeren, wenn man es genau nimmt. Also sind nicht stark bisher, aber die haben natürlich bei den Azteken diesen krassen Angriffsboost, ne? Wo da gehen wir hin?
Adut? Ja, die Reliquie hat er gleich, denke ich mal. Er wird die wahrscheinlich alle kriegen. Zum Kotzen. Ich brauche noch ein Dorfzentrum mehr. Also ich krieg's mit dem Reliquien irgendwie nicht so richtig auf die Reihe gerade. Aber ich glaube, sind alle schon weg, bis auf die eine hier. Echt, anscheinend pro Neugebaut ist die zwei Schafe, sehe ich jetzt erst. Ja, achso, das haben die Tataren auch noch, stimmt. Das ist halt ganz cool irgendwie, ne? Finde ich schon witzig. Mich, hey, warum stehen überall zwei Schafe? Hab ich die vergessen? Nee. Das ist auch gut. Sorgt nur für Verwirrung. Also bei den ersten beiden kann das sein, aber beim nächsten schon wieder zwei Schafe unter. Hey. Vielleicht kann ich mir die auch wegsnacken hier gleich, die Reliquie. Ich hol mal auch. Ach, du hast auch schon Mönch da. Spederpfeilschützen hab ich auch schon ein paar. Okay, das Relikt müssen wir unbedingt holen. Ich hol mal den. Ich habe gerade einen Priester auf dem Weg, der ist jetzt ungefähr da. Deft mal das Relikt bitte, wenn ihr könnt. Ja, ich kann nur mit 3 gerade, aber kommt. Ja, ist auf dem Weg nach Hause, das Ding. Okay, hast du alles klar, dann ist das safe. Oh, meine Leute. Ich brauche die Upgrades in der Schmiede, Alter. Und wir brauchen auch Uni. Ich soll mal im Castle Drop mal gucken. Ja, genau, mach mal, mach du mal Druck sonst, Tim. Ja, ich bin halt der als erstes stirbt. Ich seh das schon. Ja, aber wenn du für die Ehre stirbst, dann mach das bitte eher das. Mach lieber das, als wenn du nichts tust. Aber der Angriffsboost Garland Wars kommt erst in der Imp-Tech. Ja, das heißt, wir müssen ihn eigentlich vor Imp an den besten raushauen, würde ich eigentlich sagen. Hier raus, schlussfolgernd. Aus weiter Boom ist eigentlich auch Quatsch, glaube ich. Ich glaube, ich gehe dann auch eher mehr in den Angriff. Also wir haben jetzt eine Reliquie, den Rest leider komplett verloren. Ich helfe dir mal hier, TK, indem ich dich safe ein bisschen mit 8 Federfallschützen. Ich habe voll viele Idle Dorfbewohner, Alter. Was ist das denn? Ah, schon Imp, alles klar. Geht los bei ihm. Ja, jetzt brauchen wir was gegen die Adlerkrieger. Die wird er locker rausballern. Checkt, schätze ich mal. Er ist wirklich fast in Imp, muss ich schon sagen. Echt gut. Obwohl er noch die Reliquien reingeholt hat. In so 2 Minuten soll der spätestens Imp tacken. Achso, schreibst du sogar. Lore, ich schreib das schon vorher. Krass. Er ist ja schon Imp, ne? Leute. Ja. Geht einer von euch auch impfen? Nee. Aber gleich. Ich kann auch nicht impfen. Ich geh impfen jetzt. Nice. Fehlt da noch ein bisschen Echo. Mach doch alle was! Warum arbeiten die denn alle nicht von alleine? Ich versteh's nicht.
Es macht wahrscheinlich Sinn, auch die Monk-Entwicklung zu machen, dass wir nicht bekehrt werden können. Schätze ich mal. Sollte man sich vielleicht so ein bisschen offen halten. Ja, da schon der erste Mönch. Oh, er ist bei mir drin mit einem Lagerungsturm. Oh, gedigidigit. Ah, die haben den Angriffsboost noch nicht, aber ich guck mal, ob ich da was machen kann mit meinen paar Viechern. Boah, die machen ja gar keinen Damage, die Federfallschützen. Nee, hat er eine Eagles hat? Nee. Holy shit! Dann brauche ich eigentlich auch nicht weiter auf Eagles gehen, ne? 28 bis 30 Minuten ist normale Impfzeit für Arena mit Buben. Okay. Schade. Was macht man gegen diese Eagles? Schade. Der hat eine gute Map, also eine gute Übersicht, muss man sagen, auf der Map. Plänkler bringen mir eigentlich gar nichts, ne? Ich mach mal keine Plänkler-Entwicklung. Ich geh jetzt auch mal imp. Wir müssen einfach nur mal schön in die Stadt reinballern, ne? Aber der hat so viel Übersicht, der Typ. Was irgendwie so ein paar helfen können. Ja. Aber die machen halt keinen Damage, leider. Sind die bei dir drin? Ach da, ja. Bin die eigentlich gut gegen Hütter? Ich glaube, die sind an sich schlechter gegen als Ritter, weil Ritter mehr Lebenspunkte haben, ne? Oder keine Upgrades. Castle Age gegen Ritter, gegen Imp-Einheiten schreibt auch im Chat hier Lohei gerade. Ich bin auch Imp. Wo laufen die denn lang? Ich muss halt nur die Upgrades machen. Das ist doof gewesen. Wir haben die Mehrzahl im. Wir sind in der Mehrzahl. Nie vergessen, wir sind in der Mehrzahl. Scheiße, ich verliere das jetzt hier. An sich, ja, Ritter besiegen Adler, aber die Upgrades machen extrem viel aus. Ja, ja, klar, genau. Also wir müssen auf jeden Fall die Upgrades reinkriegen und dann haben wir eine Chance. Ich baue nochmal eine zweite Burg irgendwo hin. Oder wollen wir ihn mal mit einer Burg belästigen vielleicht auch? Achso, er macht das schon alles runter bei dir da. Alles klar, ich verstehe schon. Jetzt verliere ich gerade Echo. Mann. Oh, bei dir ist er. Ach, Entschuldigung. Ja, sei doch nicht so. Komm mit Ram. Bei mir. Ach ja. Ich guck mal, ob ich da ein bisschen mehr helfen kann. Oh, scheiß die Wand an! Jetzt hast du sie reingelassen. Ah, wahnsinnig. Ah, es ist schon wieder alles so. Ich versuch sie rauszulocken wieder. Ah, er ist schlau! Scheiße, er ist so gut. Ah, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Oh, die sind so ekelhaft, diese Typen. Also ich wäre ein Gegenangriff wahrscheinlich das Schlauste, ne? Ja,
habe doch gewusst, dass die Eagles echt nervig sein werden. Also kann jemand von euch, das bringt bei mir gar nichts. Also, kann jemand von euch Heavy Scorpions machen? Heavy Scorpions könnte ich machen, aber ich bin noch ganz weit weg, weil ich noch nicht mal eine Belagerungswerkstatt habe, so wie ich es eigentlich geplant hatte. Achso, ob das Volk das kann, meinst du? Das kann ich nicht sagen, ja, das weiß ich nicht. Genau. Ich kann das nämlich nicht mit meinem Volk. Oder kommt schon die Elite ran? Ich kann es tatsächlich, krass. Ich mach mal nur schwere Skorpione sonst, ja? Ja, kannst du mit angreifen? Oh, ich mach gar kein Damage gegen die! Ich greif mal die Ramböcke, glaube ich, eher an. Die nehmen mehr Schaden als die Viecher. Ach, keine Chance, ey. Scheiße, Mann. Tim, was machst du gerade? Daneben. Ich versuche Militia zu machen. Infanterie. Ich weiß nicht, wie weit ich komme in meinem Baum, aber. Ich mache jetzt ganz viele Skorpione. Ich guck mal, was ich da erschaffen kann mit. Ich brauche viel mehr Gold, Alter. Hat jemand Food für mich? Ja. Check dir. Ich verliere jetzt gerade richtig was sonst. Ich muss hier gleich sterben. Guck jetzt an, ich brauche irgendwas supporten können. Ja, ich kann leider mit meinen Einheiten nichts ausrichten. Ich versuche jetzt, wie gesagt, mal. Bogenschützen sind dagegen ihn komplett lost. Das Geile ist, er spielt eigentlich nur eine Einheit. Ja. Ich habe mich schon immer gegenüber Eagles schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich bin total lost, glaube ich. Ich kann gleich mit Skorpion halt kommen, aber ich weiß halt nicht, wie viel es bringt jetzt. Soll ich vielleicht mit den paar Leuten Viechern jetzt schon mal kommen? Ich habe jetzt 5 Stück. Wie gesagt, mein Echo ist komplett kaputt. Viel mehr Gold, ich brauche mehr Gold. Und die Rammen hier, ey. Also, ich habe keine Ressourcen. Oh, jetzt kommt er bei mir an! Mit dem Turm, ich sehe es gerade kommen. Findet das Herz gefunden. Mega aufmerksam. Oh Gott, Alter. Ich guck mal, ob ich hier mit den Skorpionen jetzt was machen kann. Hier komme ich. Da ist bei mir okay, auch genau. In der. Die musst du jetzt am besten noch Pikemen dazu hinzufügen. Er ist bei mir halt in der Stadt, glaube ich, gerade. Oder? Ne, sieht gut aus eigentlich. Boah, ist gut, der nächste Angriff. Pikeman, ich habe jetzt schon 18 Skorpione mittlerweile. Macht es Sinn, wenn wir bei dir in der Stadt mal aufräumen, Karin, oder eher nicht? Ich würde sagen, wir greifen eher an, oder? Jo, kannst du machen. Ich habe auch 3 Triboke. Das Ding ist halt, dass du der Einzige bist, der eine funktionierende Echo hat, ne? Das kann ich bezeugen. Kannst du uns dann irgendwie Ressourcen schicken? Das wäre mega geil irgendwie. Du brauchst wahrscheinlich alles selber, ne? Ich denke auch, ja. Also ich kann ein bisschen was. Ich kann. Wie viel Nahrung? Was brauchst du denn? Ich habe Nahrung, Holz. Alles eigentlich. Am besten jetzt hier noch, pass auf, hier, du bist angegriffen.
Hast du noch Pikeman oder sowas? Nee. Wenn du pumpen die am besten noch, weil dann die schützen nämlich deine Skorpione. Das wäre echt gut, wenn du das machen kannst. Und jetzt immer schön langsam vorankommen, schön um Schaden anbringen, weißt du? Oh, jetzt kommt er mit Katapulten. Ach du Scheiße. Das schaffst du. Audio. Ah, Gott! Wenn du mir Food leihen kannst, wo entbehren kannst, dann kann ich die Dinger versuchen zu snipen. Bräuchte auch irgendwas? Food kriegst du, Karin, und TK auch. Ja, perfekt, danke. Ich geh mal hinter meine Burg, da kann der nicht hin mit seinen Arschköpfen. Ja, sammel dir schon mal eine Armee. Ich muss jetzt mal selber rebooten. Oh Gott! Ja, bei dir ist er halt, ne? Das ist halt blöd, dass ich würde am liebsten dir helfen da unten. Scheiße, das hab ich. Okay, ich muss mein Lager auf jeden Fall evakuieren. Immer mehr Skorpione machen, ne? Sonst, wenn die kannst. Noch jemand 100 Stein sonst? Ja, kriegst du. Du weißt, die Simon kann. Kriegst du mir meinetwegen auch ein bisschen mehr? Ich schreibe jetzt mal die Mangel. Kannst du schon wieder mehr Druck machen, wenn du willst? Ja, kann ich? Ja, mach ich. Okay, ich versuche mal ein bisschen mein Glück. Ich habe halt die drei Triboke auch schon am Start. Das waren nur zwei Mangel. Kannst weitermachen. Also okay. Könnt ihr ein bisschen auf die Mangel aufpassen? Das wäre ganz sexy. Ja, hast du wieder Food drin? Ja. Sammeln mir da schon mal eine Arme nächstes recht. Dann helfe ich dir mit Waren, also. Ja. Meine Eco. Oh, da kommt schon wieder Mang, also Onaga. Ich habe irgendwie keinen Bock, dass ich da jetzt einen Schuss abkriege in das Feierabend. Ja. Das ist halt echt mal, Panne. Sammel die, wir können das gleich schaffen. Und dadurch, dass du immer Nahrung brauchst, muss ich mal kurz Nahrung nachdenken. Er kommt jetzt langsam zu dir. Ja, kannst du schon mal die wegsnipen. Alter, die gehen runter wie Butter, die Typen, ey. Ja, deswegen ja. Das ist, das ist so geil, Alter. Holy shit, ist das nice. Ich snipe gerade einfach nur seine ganzen Goldsachen weg. Nicht viel, ich baue irgendwie gerade nicht viel Food auf, muss ich sagen. Ich muss das gleich mal ein bisschen korrigieren. Was greift da meine Gebäude an hier? Meine Fresse. Ich mache mal die Marktentwicklung, dass es weniger kostet. Okay. Und weiter Druck machen, Leute. Kannst du wieder. Ja. Er macht schon Pikeman. Um meine Husaren auszukontern. Aber ich werde die eh nur. Achtung, ist hier. Oh! Ach, du Wall, meine Güte. Ich brauche irgendwas. Das ist in meinem letzten Dorfbewohner hier. Ja, ich habe leider nichts gerade auf Anhieb parat. Ja, alles gut. Ja, ist leider raus. Safety in Tür zu. Naja, das stimmt aber. Ja, aber erstmal sichern wir. Was soll man. Versucht dann sonst mal ein paar Husaren zusammenzusammeln.
Dann komm ich da mal hin mit denen. Ah, ich brauche einen Mark. Okay. Ich kann mal mit ein paar Skorpionen hinten rein. Ach, sind da schon drin? Ja, ich sehe das, ja. Ist aber mir volle Breitseite drin, Alter. Holy shit. Ich komme mit den Skorpionen hier mal ein bisschen hin. Achso, ich kann mir Nahrung schicken, Karin. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du das Katapult wegballern könntest, ich mach die Typen, die Schweine. Dann machst du noch einen Will? Ja, ich hab die laufen gerade, aber werden gerade hier zerstört. Oh, 6 Stück, 4 Stück. Pass auf, da kämpft da gerade der eine. DK, Alter! Ach, in meiner Burg hast du die drin, alles klar. Ja. Ich habe noch 4 Stück, 2 sind da, das andere kämpft gerade. Einer kämpft noch hier gegen das Katapult. Und einer kämpft noch hier gegen. Oh, jetzt kommen damit ganz viel Pike. Die Rammen, Achtung. Genau, die Pike sind einfach zerbersten. Mach mal Fokus auf die Pike, wenn du kannst. Ja. Ach scheiße, die machen ja auch meine Skorpione kaputt. Schnell, 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 schnell. Keine Angst. Keine Angst. Ich kümmere mich darum. Alles gut, so geht weiter. Brauche ich nochmal 100 Steine. Ich will das. Kann dir gleich was schicken. So 2 drauf. Ja, danke. Hey, oh, hier ist eine Ramme, die angreift. Oh, oh, das dürfen wir nicht. Wo denn? Hey, ich mach das, Eigentlich müssten wir pushen mit den. Jetzt weiter pushen. Du hast ja alle Gebäudetypen sonst hier. Also Einheitstypen. Ich hab noch 3 Puppe. Da kommt wieder eine fette Ramm-Armee. Oh Gott, ja. Lock die mal nach oben, genau, wollte gerade sagen. Lock sie nach oben. Jetzt runter, einfach runter. Einfach Angriff, auf Angriffsmodus einstellen. Jetzt ran da, alles abschießen. Da kommt Wilds, ich werde ihn mal ab. Achtung. Er macht er nicht meine ganzen Skorpione kaputt? Ja, mit seinen Rammen? Ich muss hier Wilds hier aufhalten. Holt ihr überall Gold ab. Ah. So, langsam müssen wir mal ein Loch bei ihm verursachen. Ja, wäre nicht schlecht. Ich hab eine Idee sonst. kümmert ihr euch sonst mehr? Ich bräuchte Ressourcen, um wieder aufzubauen, wenn. Hauptsächlich Nahrung. Ich gehe mal auf diesen Dingens hier, auf diese Belagerungswerkstatt, mach mal ein bisschen Druck immerhin schon. Hier kannst du dann noch mal. Ja, mach ich. Alles auslöschen. Jetzt macht der Jaguar-Krieger auch noch. Oh, guck diese mal an hier. Achtung, jetzt alles mal zerbersten. Hast du, da ist ein Onaga. Den müssen wir aufhalten. Hast du die Universitäten-Tags gemacht? Welche meinst du? Ballistik zum Beispiel. Hab ich, ja. Onaga wegballern, bitte. Ja, ich weiß, ich muss da nur abbauen. Der ist gut defended gerade.
Da will eine Castle gedroppt werden. Ich hab eine Idee. Kannst wieder aufgeben. Ich hoffe, die Idee ist gut. Pass auf. Oh ja, ich gehe rein. Ein Onaga lebt noch, Achtung. Ja. Er blockt sich selber, das ist für mich gerade sehr gut. Nein, kann jemand das Katapult hier zerstören? Das wäre sehr wichtig. Achtung, Achtung, hier. Ja, die ganzen Triboke, Alter, scheiß die Wand an. Kann er mit irgendeinem Marktplatz traden von uns? Kann du. Das, Tim löscht uns seinen Marktplatz, wenn du auch noch einer hast. Also. Aber er macht es, glaube ich, noch gar nicht. Also ist noch alles gut. Okay. Ja, die Burg bitte mal kurz vorbüßen. Hast du denn dein Triburg? Ja, mach ich. Oh, ja, mach ich. Wie sieht es mit eurer Wirtschaft aus? Meine ist soweit stabil. Ich hab 15 okay. Punkte mittlerweile hier. Achtung, da willkommen. Ich mach Triburg wieder. Ich werde den mal abfahren. Mach ich mal vielleicht nochmal so 200 Steine und Holz. Ich kann dir Steine schicken. Und Holz. Burg ist down, nice. Das wäre sehr gut, dann könnte ich mich. Einfach mal zu mir locken, lock sie zu mir. Ich komm. Achso. Die kriegst du umgehauen. Ich werde nochmal den Triebock irgendwo snipen. Wo fahren die denn hin? Ich schick sie nicht weg, lass sie ruhig angreifen hier. Ja, gut, okay. Wir müssen schießen. Ja. Sonst verlierst du echt viele dann dabei, weißt du? Okay, ihr müsst aber da ran. Oh, was macht ihr denn da? Jetzt habe ich das gesehen, Onaga. Das meinst du, Tim. Dann mache ich das mal kurz weg. Ich habe schon das Goat. Aber am meisten helfen würde mir ein bisschen Stein, ein bisschen Holz, dann könnte ich die wieder aufbauen. Sonst bin ich als Zuschauer aktiv. Ja, ist halt echt nervig, stimmt schon. Ich baue meine Wirtschaft erstmal hier ein bisschen auf. Wollen wir den Push wagen? Oh, shit! Ach du Scheiße, er kommt! Ja, warte, ich komm da ran. Ja, komm, versuch von der Flanke was zu machen. Ja, nice! Und der eine noch! Nice! Was ein bescheuerter Kampf eigentlich, ne? Ich hab ein bisschen Schiss, ob da noch nicht, dass da noch einer gleich ist. Ja, das war sein Angriff wieder. Da ist, glaube ich, irgendwo was. Er sammelt sich die Reliquien weg. Ja. Oh, nein, hier sind tatsächlich noch welche. Ich wusste es. Ey, mach das. Ah, das ist halt wirklich immer unangenehm, diese Schweinepriester. Ich mach mal seine Belagerungswerkstatt weg. Vor denen hat man echt am meisten Schiss jetzt gerade, ey. Holy shit. Ich kann gerade nicht auf den Chat eingehen, Lore. Hey, ich bin gerade voll überfordert.
Wir müssen halt irgendwie mal den richtigen Moment für einen Angriff finden, ne? Hier, Angriff, hier, gefährlich, gefährlich. Also, kriegst du das gerade noch hin? Oder brauchst du Hilfe? Weil ich fange gerade unten an, bei ihm zu nerven. Ja, achso, dann wird es ein bisschen ernst. Aber wo, hinter der... Das geht schon nicht, die sind da. Hinter der Burg ist alles gut. Alles gut, hinter der Burg bin ich ja eh safe. Ah, den Angriff müssen wir abwehren, glaube ich, da hinten. TK, hier ist ein Dorf. Hier ist ein Dorfzentrum-Baustelle. Mach ich. Das müssen wir zerstören. Was muss zerstört werden? Die Gegner, ne? Ja, genau. Das müssen wir unbedingt ausfüllen, sonst kommt er da durch und dann ist man in meiner Echo drin. Mach einfach voll Offensive, sonst kommt er da durch. Oh, er kommt jetzt gleich durch. Ja, wollen wir es wirklich eingehen, das Risiko? Ja, sonst bin ich weg wieder. Du musst sie zerstören. Ah, die machen mich halt gerade richtig platt, die Schweine. Die scheiß Mangen da. Diese Mangen müssen irgendwie weg. Ich hab mal ein paar Speerkrieger reingeschickt. Ich kann aber noch gut weiter produzieren, zum Glück. Warum handeln wir eigentlich nicht? Da macht keinen Sinn, oder? Dein Dorfbewohner sind hier idle jetzt. Beste Antwort, die wir haben auf Bombarden oder Dings. Achso, stimmt, Bombarden. Aber haben wir nicht, oder? Kannst du die machen? Bombarden der Sarazen. Ach, du musst die bauen. Ja, klar. Ja, Sarazen, du hast doch Sarazen, Kai, ne? Ja, muss ich nur eben die Erforschung, Tech erforschen. Hier, die kannst du eigentlich absnipen da unten, glaube ich. Hier, Leute. Ui, nice! Wenn jemand Nahrung braucht, ich habe 6000 auf der Bank. Oh, ich brauche ich. Ich brauche auch alles, eigentlich. Check ich mal. Aber das wird jetzt ein Team, warte. Dort einen kleinen Moment. Hallo, meine Güte, dauert es lange gerade. So. Achso, Gold könnte ich theoretisch auch noch ein bisschen schicken. Ich schicke euch mal 2000 jeden. Danke. Du machst jetzt also so ein paar Angriffe, Kain, oder was ist so dein Plan gerade? Du machst irgendwie ein bisschen machtliche. Die Belagerungskanone. Wollen wir mal handeln, fokussieren vielleicht tatsächlich, denn wo ich eigentlich jetzt hier oben hin mag. Also könnten wir ihn halt outboomen in dem Sinne, ne? Ja, ich baue da oben hin. Dann wäre am besten sinnvoll, wenn Kain hier unten oben baut. Ja, oder ich baue meinen hier. Achso, wir können ja in der Dings eher bauen, stimmt. Bei Kayen macht Sinn, ja klar. Wo baust du deinen hin, TK? Meiner ist nicht hier oben schon. Achso, ja. Ich baue auch mal irgendwo einen Marktplatz schnell hin. So, jetzt können wir langsam. Ich mach dann sonst langsam mal Druck mit den Belagerungskanonen, ne? Und Tim, wenn du RAM machen kannst, das wäre echt ein Traum. Belagerungskanonen wären jetzt echt top. Und dann gehe ich mit meinen Skorpionen mit rein. Also ich habe schon welche, aber wenn Tim jetzt noch RAM pumpen könnte und irgendein Trash-Zeugs, das wäre super. Weil dann RAM wird schwierig, weil ich kein Gold habe. Können wir dir schicken. Irgendwie ist ja gerade ruhig, ich weiß nicht, was er vorhat hier. Das Ding ist, er gibt uns ja halt eine Menge Zeit gerade, um uns zu erholen einfach. Das ist eigentlich von seiner Seite, entweder ist sehr im Arsch. Ja, er spielt schon gar nicht mehr, hat aufgegeben, kein Bock mehr. Will noch gucken, wie lange wir durchhalten. Das kann auch alles sein, Alter. Ja, hier sammelt er wieder was.
Ich mach mal gerade mein Dorfbewohner die Skorpione heil. Ja, wenn ich mir jemand Gold schicken, ihr sagt mal, ihr wollt mir Ressourcen, oder könnt mir Ressourcen schicken, aber keiner schickt irgendwie was. Ich schick dir mal ein bisschen Gold. Ich schick mal meine Dings da auch mit rein, meine. Oder? Ach ne, du bist schon tot, die Kaie, ne? Ja, die sind. Aber es sind so schön, ich hab ja wieder welche. Kann sein, dass wir gleich wieder anfangen, bestimmt Angriff. Wollen wir ein bisschen reingehen mit den Speerkämpfern und so? Warte mal, ich hatte eine Idee. Wir machen das von zwei Seiten aus. Tim, wenn du jetzt eine Armee hast, wäre echt nice, dann kannst du ihn supporten. Hab ich noch nicht. Weil ich werde das von oben aufrollen. Okay? Okay. Ja, versuch du mal aufzuräumen. Ich komme mit dir mit sonst. Ich habe eine kleine Armee, die über ist. War doch kein Platz, um Food irgendwo aufzubauen irgendwo. Schwierig. Ja, das macht Kain gerade frei. Mach dir deine alte Base wieder frei. Das wäre das Beste, glaube ich, wenn du einfach deine alte Base wieder rein kannst. Ja. Ich habe so viel Dorf und ich habe keinen Platz. Wir schauen, dass er nicht irgendwie hier vorbei. Da kommt die Armee, Achtung hier. Der Kippi, jetzt oder nie? Ja, im Grunde ja. Ich geh rein. Naja, wir verlieren den Fight da. Das ist klar. Das ist mir bewusst. Ich hab Hoplimit. Ich weiß nicht, wohin mit den Sachen, Leuten im Grunde. Denkt an Markkan bauen. Oh Leute, oh scheiße, ich verliere uns bei meiner Balance. Soll ich meine. Ach nee, wir brauchen irgendwo eine Safe. Obwohl, deine Bomber kann ins Schießen schützen mich ja vor deinen. Vor den Mang im Grunde. Ach, deine Burg meinst du? Ach nee, die Bombard Cannons, ja klar. Moin, Junge. Oh, Paul! What the fuck, moin! Liga spielt noch schneller als gedacht. Ja, sauber. Oh, wir haben gewonnen. Oh, ja, Baby! Errungenschaft gegen Karl Geier gewonnen. Bist du schön? Nice! Ah, der ist echt stark, der Typ. Meine Fresse ist der stark. Ja, ich durfte mir vorhin wieder was von Cayenne anhören, weil er mich mit meinem platt gemacht hat. Cayenne macht immer Leute platt und will allen Leuten davon berichten. Ja. Jo, ich seh da nur die ganzen Skorpione gerade und denk mir so, what the fuck? Ah, die waren extrem geil, diese Entscheidung. Alter, allein so. Ich war halt wieder kurz davor zu sagen, ja, ich mach ein paar Skorpione so ganz nebenbei und hab ich gedacht, nee, ich mach mal den Björn-Modus und sag, mach haargenau das, was du sagst. Einfach nur Skorpione. Scheiß auf alles. Und erstmal überall Belagerungswerkstätten gebaut. Wie viele hatte ich jetzt eigentlich zum Schluss? Holy shit. Ah ne, noch vier. Achso, die anderen hat er weggeballert. Ich hatte, glaube ich, vorher sieben. Aber die Case in the Base sieht echt gut aus. Also. Ja. Aufgeräumt. Das ist echt gut. Das ist echt. Aber kann jetzt auch. Kann jetzt auch. Schön renoviert, oder? Alter. Vor allem, wie sich alle bei mir jetzt. Wie sich alle bei mir aufgebaut haben, ist ja so geil. Nee, ist ja echt so. Oh. Silent Dares macht Fail? What the fuck? Wir haben gewonnen. Ja, aber das Ding ist. Easy. Ja. Achso, ja, GG haben wir gar nicht geschrieben, ey. Ich hab geschrieben. Hab das Game selbst verkackt, schreibst du, Karl Geier? Wieso? Hatte zu viele Wills gekillt. Eigentlich oder? Ich wollte gerade sagen, es klingt so, als würdest du eigene Builds killen. Deleted. Ja. Meinte. Ach so! What the fuck? Wie das denn? Naja, wegen All-Input wollte wahrscheinlich nur diese Armee haben. Ach so, ich dachte jetzt mit Entfernen, weil Deleted, weil er das schrieb. Okay, verloren wegen. Ja, okay, krass. Ja, heftig. Zu ehrgeizig, wa? Zu übermütig, ne? Geil, ey. Aber wir können gerne nochmal eine Revanche spielen. Ich weiß nicht, ob das heute so sinnvoll ist, weil ich glaube, es wäre bestimmt cooler, wenn wir nochmal unter uns ein bisschen spielen. Oder wir spielen mal ein Teamgaming mit dir oder so. Ja, wankt. Eigentlich wird ja zu viel, ne? Eher an einem anderen Tag, schreibt er. Sag mal, hast du auch schon mal gegen Fly Like Django gespielt? Weil von deinem Elo her passt das ja eigentlich, ne? Frage an Karl Geier. War das? Mal gucken, was er sagt. War aber ein nices Game. Muss sowieso weiter, schreibt er. Eher an einem anderen Tag, ja. Also gerne, dann machen wir es so. Kenn den nicht, schreibt er. Achso, okay. Der gehört nämlich auch zum Team von Viper und so. Deswegen dachte ich,
Aber wirklich strong. Strong, Alter, muss ich sagen. Kayen ist auch kein schlechter Spieler. Und TK ist auch krass teilweise. Na gut, jetzt hat er. Konntest du nicht viel machen, TK, in dieser Runde. Aber im Grunde echt heftig. Also gut gegen uns drei gespielt, muss ich wirklich sagen. GG. Wirklich krass. Hab blau und rot gepusht. Genau. Mich hast du zum Glück in Ruhe gelassen. Aber ich bin eigentlich auch ein Spieler, wenn man mich in Ruhe lässt, dann bin ich eigentlich auch ressourcentechnisch manchmal ein Überflieger. Würde ich behaupten. Sonst wäre es GG gewesen. Der Rote war zu wenig down. Sonst wäre es GG. Ah ja, der Rote, der Kayen. Der erwachte wie ein Phönix wieder zum Leben. Hättest auch die rote Base auf die rote Eco pushen sollen, wären sie nicht so gut rangekommen. Ach so, ja. Das stimmt. Der das schreibt Loy. Ich habe ja extra diese Häuserwall gemacht. Das war nämlich auch so ein kritischer Punkt. Ja. Das war nämlich eine komplette Food-Echo. Ja, das ist halt immer krass, wenn man auch direkt vom Gegner die Ressourcen wegnimmt. Ist halt eigentlich das Schlauste, was man machen kann. Man kann dann wieder weiter selber pumpen und seine eigenen ein bisschen entspannt liegen lassen. Ja, Blau war 3 auf Wild. War auf 3 Wild. Woher weiß er das? Achso, Lorhey weiß das. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, Karl Geier hat das geschrieben. Die Scorps sind halt schon gut, aber hat was? Halt wenig mobil. Das ist halt wirklich kacke. Ich bin halt jemand, der spielt nie Scorps. Und ich weiß nur, wenn eine Mangel kommt, musst du wegrennen. Mit Skorpionen. Das weiß ich. Das weiß ich. Alter. Das hättest du. Eigentlich musst du dir die Wiederholung mal anschauen, Kalga, ja? Das war schon witzig immer. Immer wenn ich eine Mangel gesehen habe oder Kayen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Mit dem Motto: ich mach das. Ich entsorge diese Viecher. Aber mit den Sperrkämpfern dazwischen war krass. Das war wirklich spannend. Holy shit. Mega geiles Game, hat sich echt gelohnt. Aber dann machen wir gleich alleine weiter. Wer ist denn jetzt eigentlich alles da? Ich denke mal, Max ist bestimmt noch da, Paul ist da. Ja, ich bin jetzt Hallo. Da. Hallo. Ja, genau, können wir gleich ja nochmal eine Runde ballern. Fand es krass, ja, dass TK sofort weggefokust wurde am Anfang, schreibt Kippi. Ja. Ja, das ist halt krass. Du musst halt als, wenn du alleine spielst, musst du leider eklig sein. Du musst halt leider volle Breitseite erstmal möglichst viele rausnehmen aus dem Spiel. Also so macht das Viper ja auch, wenn er gegen mehrere spielt. Das ist scheinbar normal. Geht nicht anders, glaube ich. Ja, sonst hast du halt 300, 400 Bevölkerung, also alleine Bauern, die gegen dich arbeiten. Ja, total. Einfach ein Zahlenspiel, auch wenn die anderen schlecht sind, aber die Wirtschaft outperformt. Ja, das Ding ist halt, du lässt ja mich in dem Moment in Ruhe, ne? Und theoretisch ist es dann ja trotzdem noch ein One-in-One. Ich könnte ja theoretisch, wenn er beschäftigt ist mit den anderen oder mit den Niederlagen beschäftigt ist, dann kann ich ja theoretisch ihn richtig gut pushen. Also ist ja auch waghalsig in dem Sinne, ne? Aber der kennt mich schon. Passt doch, hat völlig. Was? Lorhey, nein, hast völlig recht. Musste auf den Blauen zuerst gehen, weil mir klar war, dass er zuerst Imp ist. Hä? Wieso? Dem war. Nee, also er war von uns als erster Imp, das stimmt. Ach, Tataren? Vielleicht deswegen? Tataren? Ach so! Ah, du und der Rote haben Army gemacht, er nicht. Ach so, ja. Ah, das ist so krass, was man alles so daraus deuten kann. Das ist eigentlich ja so einfach, aber es ist, wenn man es so hört, aber ich krieg's selber immer nicht hin. Sobald so, du. Das kommt eigentlich gleich noch spielen. Heftig. Ja, wie viele sind wir? Wir sind, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Leute, ne? Huh?